Hallo, willkommen zurück zu Bound. Und ich denke, heute wird das die letzte Episode sein. Wir haben im Grunde nichts mehr im Buch zu tun und wir können jetzt nur noch ins Haus gehen. Ich bin gespannt, auf was das jetzt hinauslaufen wird. Ob sich alle wiedersehen, ob es ein Happy End ist. Oder ob sie jetzt ganz alleine in dem Haus ist. Ja, okay. Oh, guckt mal da, das ist der Vater bestimmt. Okay. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Okay, das überrascht mich jetzt schon. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal hierher kommen. Ah. Oh, ich wollte gerade sagen, seht mal, jetzt ist alles nur noch voller großer Blöcke, aber das stimmt gar nicht. Es könnte auch sein, dass es nicht voller großer Blöcke ist, weil ich so viele von diesen kleinen Fragmenten verpasst habe, ne? Wäre auch möglich. Ich weiß nicht. Oder das passiert jetzt durch dieses letzte Kapitel. Ich behaupte mal, es ist das letzte Kapitel. Müsste eigentlich so sein. Okay, wir starten wie immer hier in diesem Thronsaal. Aber diesmal ohne Vorgeplänkel. Eigentlich, ne? Wir haben nur unseren Bruder gesehen. Das da oben, was ist das eigentlich? Können wir da hin? Sieht ja so ein bisschen so aus, aber naja. Oh, wir können jetzt direkt wieder mit so einem Ding fahren. Ach so, ja gut. Machen wir das. Nee, diesmal laufen wir anscheinend. Oh, da ist unser Bruder, oder? Oder ist das das Monster? Ich meine, er war. Nee, da ist der Bruder. Da ist der Bruder. Da ist auch die Königin. Was macht sie? Schimpft sie vielleicht mit ihm? Aber vielleicht tröstet sie ihn auch. Was macht ihr da? Okay, und der Vater ist da oben. Hi. Er läuft wieder weg. Mann. Unter uns ist. Wow. Und vor uns ein einziges Durcheinander. Okay. Wir haben ja auf jeden Fall in einem der vorigen Kapitel ja sozusagen dieses böse Grinsen ausgetrieben, ne? Dieses Monstergesicht, das hat er nicht mehr. Okay. Was jetzt? Ja. Okay, sie tröstet ihn oder hält sie ihn auf? Nein, sie hält ihn auf. Oh nein. Ach so, die Mutter hat wahrscheinlich vielleicht das Sorgerecht für den Jungen bekommen und sie ist beim Vater aufgewachsen? Nee, sie rennt ihm hinterher. Oh. Ja, er packt seine Koffer und geht. Er hat die Familie verlassen. Also, sie haben sich wohl scheiden lassen, oder? Aber vielleicht. Ich meine, vielleicht sind sie auch wieder zusammengekommen. Das werden wir ja gleich sehen. Oh, ich glaube, diesmal dürfen wir durch die Tür gehen sogar. Okay, er nimmt noch seinen Mantel. Tja.
Das ist aber eine harte Antwort, weil ich konnte. Also dann ist das hier wohl sein Haus, oder? Können wir nach oben gehen? Ich will jetzt nicht sofort zu ihm. Nein! Schade. Okay, wir gehen rein. Oder? Oh. Oh, ich glaube, das ist der Bruder. Oh, und wir können uns entscheiden. Klingeln wir oder gehen wir zu dem Auto? Ich möchte erst zu dem Auto gehen, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir mit dem Bruder zusammen reingehen. Ich hoffe, dann fährt er jetzt nicht weg mit ihr. Oha, ich entscheide mich mal für den Bruder, falls er das denn ist. Ja. Nein. Oh nein. Boah, das ist aber krass. Okay, das war Bound. Und ich glaube, wir haben uns für eins von zwei Enden entschieden, wie es scheint. Das finde ich aber heftig. Sie ist da langgegangen und wollte eigentlich ihren Vater besuchen, der sie verlassen hat, die ganze Familie, und zu dem sie vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr hatte bis zu diesem Tag. Und ich glaube, das war nicht ihr Bruder, der da vorbeigefahren ist, sondern vielleicht eher ihr Mann. Der Vater ihres ungeborenen Kindes und... So, vielleicht hatte sie im letzten Moment doch nicht den Mut, dahin zu gehen und ist lieber mit ihm weggefahren. Aber sie hat nochmal diese Erinnerung aufgearbeitet, immerhin. Es war auch eine Art Happy End. Obwohl ich hätte schon lieber den Vater getroffen. Also, wenn ich mich dafür hätte entscheiden können und ich wäre das gewesen, hätte ich auf jeden Fall weg zu dem Vater gegangen. Mist, ich wollte es gar nicht abbrechen. Falls wir jetzt in eine Kapitelauswahl kommen, spiele ich nochmal kurz das andere Ende. Speedrun-Menü wurde freigeschaltet. Die Einstellung permanentes Bild wurde dem Menü Optionen hinzugefügt. Fotomodus. Achso. Oh, okay. Wir können irgendwelche Filter einstellen oder so. Okay, interessant. Wo sieht man das denn? Fotomodus. Permanentes Bild. Den habe ich gar nicht benutzt. Ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Interessant. Speedrun-Menü? Wow. Stehen hier nicht nur. Okay. Ah ja, also das ist wirklich, wenn man zackig durchs Spiel will und am besten alle Sachen sammeln will und so weiter. Ah, Mann. Ach, Mann. Ich würde sagen, ich spiele das mal eben schnell durch. Ich skippe das gleich für euch. Ihr kennt das hier ja schon. Und dann zeige ich euch nochmal das andere Ende, würde ich sagen. Ja, dann bis gleich. So, da sind wir. Ich habe es nochmal eben durchgespielt. Das heißt mal eben, ein bisschen dauert es schon. Und jetzt
Gucken wir mal, was bei dem anderen Ende passiert. Können wir eigentlich auch hier so hin? Was ist denn, wenn wir an die Scheibe klopfen oder so? Also ich meine, eigentlich müsste er uns sehen, oder? Hey! Nein, er ist anscheinend sehr vertieft in dieses Buch. Muss ein gutes Buch sein. Okay. Mal sehen. Okay. Diesmal klingeln wir. Trau dich. Okay, es scheint sich nicht wirklich was zu ändern. Das Ende war eine Szene. Es sei denn, es kommt jetzt noch was nach den Credits oder so. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich fand es ziemlich cool. Also so optisch vor allem. Die Geschichte, ja, war ganz nett. Ganz süß gemacht. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Ich meine, es war eher ein ruhiges Projekt, aber naja. Okay, dann ich lasse euch mal die Credits hier durchlaufen. Ihr könnt euch das ja noch angucken oder anhören, wenn ihr Lust habt. Vielleicht kommt ja auch noch was zum Schluss, keine Ahnung. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem anderen Spiel. Ich werde vielleicht noch Journey demnächst spielen. Ich muss mal gucken, ob ich das unterbringen kann, so zeitlich. Ansonsten, morgen kommt Deus Ex raus, falls ihr Lust habt, das zu gucken. Das wird geil, da bin ich mir total sicher. Ist allerdings was ganz anderes als das hier. Ja, okay. Dann Dankeschön und bis dann. Ciao, ciao.